Er ist der beliebteste seiner Klasse. Er ist für alles gerüstet, was der Alltag so bereithält. Und er zeigt sich immer von seiner besten Seite. Wäre der VW Caddy ein Mensch, dann wäre er ein besonders guter, denn er protzt nicht und geizt trotzdem nicht mit Charme. Optisch ist er auf Anhieb in die Volkswagen-Modellfamilie einzuordnen. Als Comfortline mit einem lackierten Stoßfänger und 16 Zoll Felgen, dazu ein zarter Blauton für den Lack und schon kann man mit dem Caddy glänzen. In der Fahrgastzelle freut man sich über gute Sitze, ein Lederlenkrad sowie ein ausgereiftes Multimedia-System. Die Ergonomie ist klar und logisch aufgebaut. Verrenkungen und Co. gibt es nicht, denn die Rundumsicht ist dank großer Glasflächen hervorragend. Eine Kunst, die im modernen Fahrzeugbau beinahe schon als verloren gilt. Sein Highlight ist natürlich der Laderaum, denn der bietet maximal 3030 Liter Ladevolumen. Auf Platz 2 in der Caddy-Beliebtheits-Hitparade kommen schon die beiden Schiebetüren. Doch selbst über praktische Oberflächlichkeiten wie diese kann man eigentlich erhaben sein. Denn unser Test-Caddy kommt mit einem technischen Kniff, der ihm zum Prädikat super sauber verhilft. Verantwortlich dafür ist das Kürzel TGI. Damit kennzeichnet Volkswagen die erdgasbetriebenen Modelle. Im Fall des Caddy TGI stehen dank einem Vierzylindermotor mit 1,4 Liter Hubraum 110 PS zur Verfügung. Bei achtsamer Betätigung der präzisen 6-Gang-Handschaltung verbraucht der Erdgas-Caddy 4,6 Kilo Erdgas auf 100 Kilometer. Außerdem ist der Motor bivalent ausgelegt. Das klingt im ersten Moment kompliziert, ist es aber nicht. Am besten erklärt man die Technik mit einer kleinen Animation. Das ist der Volkswagen TGI-Motor, der auch im Caddy steckt. Er basiert auf einem TSI-Benziner-Aggregat und wurde auf dem Betrieb mit Erdgas ausgelegt. Einige Bauteile wurden dafür extra für die Verbrennung von Erdgas optimiert. Das hat mehrere Vorteile. Bei der Verbrennung entsteht weniger CO2 und Erdgas ist in der Regel auch günstiger als Benzin. Das Erdgas, auch CNG genannt, wird im Unterboden des Hecks in Drucktanks eingespeichert. Ein Platz für einen zweiten, kleineren Benzintank gibt's hier natürlich auch noch. Denn ist der Erdgastank leer, schaltet der TGI-Motor auf Benzinbetrieb um. Das ist der berühmte bivalente Betrieb, der zusätzlich die Reichweite des Caddy erhöht. Getankt wird für gewöhnlich bei der Erdgastankstelle. Denn nur so kommt der volle Umweltvorteil des VW Caddy TGI zum Tragen. Tankt man Biogas, dann sogar noch ein wenig mehr, denn dann fährt der Caddy TGI im Erdgasmodus sogar CO2-neutral. Im Fahrbetrieb gibt sich der VW Caddy jederzeit verbindlich, robust, sicher und zurückhaltend. Er reibt die Nerven nicht auf und konzentriert sich auf das reibungslose Funktionieren. Denn er bietet mit seinen breit gefächerten Talenten ein Komplettangebot für Autofahrer mit Fokus auf Platz und Sicherheit an. Der VW Caddy TGI ist ein Allrounder, der sich eben nicht wichtig macht und genau deswegen so wichtig und beliebt ist.